Du willst jeden einzelnen Tag mit dem Trading Geld verdienen, dabei aber nicht permanent vor dem Bildschirm sitzen? Du willst auch keine News auswerten oder auf etwas anderes angewiesen sein als den Preis? Außerdem legst du Wert auf eine hohe Trefferquote mit einem sehr großen CAV? Keine Sorge, das ist keine unverschämte Träumerei. Das ist nichts Geringeres als die ICT-Strategien versprechen. Ich zeige dir heute die wichtigsten Konzepte hinter der ICT-Handelsmethodik. Los geht's! Willkommen bei Kasparei Trading, ich bin Alex. Auf diesem Kanal, da lernst du sehr viel rund ums Trading. Nicht alles, worüber ich hier rede, das verwende ich auch tatsächlich selber. Bitte verstehe alle Strategien und Möglichkeiten nur als Ideen. Trade nichts davon mit echtem Geld einfach blind nach, sondern beschäftige dich zuvor intensiv mit den Inhalten und teste alles auf einem Demokonto. Egal ob Aktien, Indizes, Forex, Kryptos oder Rohstofffutures, du kannst das hier vermittelte Wissen mit jedem Asset umsetzen. Bitte sei so fair und gib diesem Video einen Daumen und abonniere auch den Kanal, damit dieser weiter wachsen kann. Vielen Dank. Was ist ICT? Es ist die Abkürzung für Inner Circle Trader, gegründet von einem Mann namens Michael J. Huddleston. Die Idee hinter ICT ist, dass erfolgreiche Trader sich auf bestimmte Handelsprinzipien und Techniken konzentrieren sollten, um langfristig profitabel zu sein. Die ICT-Methodik basiert auf der Annahme, dass der Markt eine wiederkehrende Preisstruktur aufweist und dass Trader diese Muster nutzen können, um profitable Trades zu identifizieren. Zu den Kernprinzipien von ICT gehören die Verwendung von technischer Analyse, die Bedeutung des Market Structure und des Order Flow, die Fokussierung auf High Probability Trading und das Vermeiden von Overtrading. Inzwischen gibt es eine beachtliche Menge an verschiedenen Strategien und Ansätzen. Den typischen Smart Money Ansätzen nicht unähnlich, aber dennoch mit vielen neuen Begriffen, die oftmals genau dasselbe beschreiben. Aber dennoch gibt es feine Unterschiede und zumindest andere Schwerpunkte. Liquidität. Liquidität ist das erste und wohl wichtigste Konzept innerhalb der ICT-Handelsmethodik. Es gibt zwei Arten von Liquidität. Die Buy-Side und die Sell-Side-Liquidität. Die Buy-Side-Liquidität stellt ein Niveau auf dem Chart dar, auf dem Leerverkäufe ihre Stops positioniert haben. Die Sell-Side-Liquidität ist genau das Gegenteil. Er stellt ein Niveau auf dem Chart dar, auf dem Trader mit Long-Tendenzen ihre Stops platziert haben. In beiden Fällen befinden sich diese Niveaus in der Nähe von Extremen, da die Ober- und Unterseite oft als Bereiche angesehen werden, in denen Händler nachweislich falsch liegen und daher aus ihren Trades aussteigen möchten. Und Smart Money Trader, die verstehen dieses Spiel und nutzen die Liquidität, die sich in der Zone der vielen Stops bildet. Werden diese alle abgefischt, dann dreht oft der Kurs und schießt zur anderen Liquiditätszone. Market Structure Shift. Es ist unser klassischer Trendbruch. Wenn in einem Aufwärtstrend das letzte Korrekturtief nach einem neuen Hoch nach unten gebrochen wurde, dann haben wir einen Market Structure Shift. Im Smart Money Konzept, dann nennt man dies einen Schock, also einen Change of Character. Viele verschiedene Worte, aber im Grunde genau dasselbe. Dies ist eines der wichtigsten Anzeichen, dass der Trend vorbei ist. Speziell ein Market Structure Shift auf Schlusskursbasis ist aussagekräftig. Ein kurzes Eintauchen, was zu einem langen Docht führt, das ist mehr ein Fake-Out und bestätigt den vorigen Trend. Displacement. Ein Displacement ist eine starke Kursbewegung, die zu hohem Kauf- oder Verkaufsdruck führt. Es ist eine Gruppe von mindestens zwei langen Kerzen in Reihe, welche, wenn überhaupt, kurze Dochte haben. Diese Kerzen sind deutlich länger als die umliegenden Kerzen. Wir sprechen bei langen roten Displacement-Kerzen von Strong Selling Pressure. Und bei langen grünen Kerzen in Folge von Strong Buying Pressure. Diese Verschiebung oder Verdrängung, die tritt meistens auf, nachdem eine Liquiditätszone erreicht oder überschritten wurde. Wer diese starken Bewegungen verpasst hat, der kann die Rückkehr zu diesen Zonen, welche oft auch Fair Value Gaps erzeugen, zum Einstieg nutzen. Inducement. Inducements entstehen innerhalb von Korrekturen der Haupttrendbewegung auf einem kleineren Timeframe. Der Kurs korrigiert von der Haupttrendbewegung und bildet eine eigenständige Trendstruktur auf einem kleineren Timeframe. Und dort, wo auf dem untergeordneten Gegentrend Stops platziert werden können, also an Struktur Hoch- oder Tiefpunkten, da greifen die Liquiditätsjäger an und versuchen, diese Stops zu erreichen. In der Folge startet genau an diesen Punkten oft die Bewegung in die Richtung des übergeordneten Trendes, meist sehr impulsiv. Auch in der klassischen Markttechnik, da spricht man ja von der Impulsbewegung nach der Korrektur. Fair Value Gaps. Über diese Imbalance-Kerzen hatten wir ja bereits öfter gesprochen. Sie bilden sich, wenn es zu großem Kauf- oder Verkaufsdruck kommt. Innerhalb einer Drei-Kerzen-Sequenz zeichnen sie sich dadurch aus, dass der Docht der ersten Kerze und der Docht der dritten Kerze zu keinem Zeitpunkt auf selben Preisniveau waren.
Diese Lücke, die nennt man dann Fair Value Gap und kann für spätere Einstiege genutzt werden, wenn der Kurs zu diesen zurückläuft. Diese wiederkehrenden Preisstrukturen kann man immer und immer wieder traden und so seine Routine aufbauen. Eines der größten Vorteile von ICT ist, dass man nur in den sogenannten Killzones tradet. Das heißt nur zu den Haupthandelszeiten, zum Beispiel zu Beginn der London oder New York Session, für 2-3 Stunden aktiv ist, wenn das Volumen steigt. Ich bin ja ohnehin ein markttechnischer Trader und beachte nichts außer dem Preis. Aber wie man den Preis liest, das kann einen großen Unterschied machen. Mit dem Smart Money und auch den ICT-Techniken, da sucht man vermehrt antizyklische Einstiege. Dieses Vorgehen, das kann besonders in trendschwachen Phasen eine große Hilfe sein. Ich werde dieses Thema hier in Zukunft noch häufiger behandeln. Sei gespannt, was da noch alles kommt. Abonnier besser gleich meinen Kanal, damit du nichts verpasst. Ich hoffe, dir hat der Inhalt gefallen und du konntest etwas Neues lernen. Falls du jemanden kennst, dem das Video auch helfen könnte, dann teile es ihm doch einfach. Schreib mir auch einen Kommentar, wenn du magst. Ich werde dir auch garantiert antworten. Hab eine tolle Woche und bis zum nächsten Video.